Um überzeugend und attraktiv auf andere zu wirken, ist deine Stimme genau das Werkzeug, das für dich den Unterschied ausmachen kann. Das gilt in Bezug auf deine Anziehung auf Frauen, auf den Respekt, den dir Fremde im Alltag zollen und auch auf die Überzeugungskraft, die du im beruflichen Feld transportierst, speziell bei direktem Kundenkontakt. Ich gehe unter anderem gleich darauf ein, wie dir eine tiefe Stimme helfen kann und ob du dir eine tiefe Stimme antrainieren kannst. Es gibt die These, dass deine Fähigkeit, andere von dir zu überzeugen, graduell von den drei folgenden Faktoren bestimmt wird. Nummer 1, wie du aussiehst, inklusive Dresscode und Körpersprache zu 40%. Nummer 2, wie du etwas sagst, also genau das Thema, das wir hier behandeln, auch zu 40%. Und Nummer 3, was du sagst, also der Inhalt deiner Aussage, welche nicht mehr als die verbleibenden 20% ausmacht. Ich persönlich habe diese These noch nicht ein einziges Mal widerlegt vorgefunden. Wobei mir die 20% teilweise sogar ziemlich hoch angesetzt erscheinen. Mein Freund, deine Stimme hat Macht. Du kannst ein und dieselbe Aussage mit unterschiedlicher Stimmlage und Tonalität tätigen und dabei komplett konträre Reaktionen hervorrufen. Ich zeige dir im Folgenden 5 Wege, wie du deine Stimme deutlich attraktiver machst. Vorher verweise ich dich auf den vielleicht wichtigsten Hinweis, wie du dein Selbstbewusstsein, deinen Erfolg und deine Selbstbestimmung durch die Decke gehen lassen kannst. Ich teile diesen Trick mit dir jetzt gleich und indem du auf den Link in der Videobeschreibung klickst. Du solltest das jetzt sofort tun, denn das Ganze kann dein Leben so drastisch verändern, wie es meins verändert hat. Okay, der Einfluss deiner Stimme ist gigantisch und beeinflusst praktisch dein ganzes Leben. Wie dich Freunde und Familie behandeln, wie heiß Frauen auf dich werden, wie hoch dein Einkommen ist und natürlich auch wie hoch dein Selbstwertgefühl ist. Sieh mal, wenn deine Stimme Selbstbewusstsein transportiert und dazu noch kongruent mit deiner Körpersprache ist, dann hast du 80% des Erfolges schon in der Tasche. Und Dinge wie Intelligenz, Wissen, Körpergröße und Kontakte treten in den Hintergrund. Tipp Nummer 1 betrifft die Tiefe, also den Bass deiner Stimme. Fakt: Eine tiefe Stimme steht für Maskulinität und wird gemeinhin als attraktiver wahrgenommen als eine hohe Stimme. Kannst du dir eine tiefere Stimmlage antrainieren oder nicht? Nein. Es ist die Stärke deiner Stimmbänder, welche bestimmt, ob du eine Bass-, Bariton- oder Tenorstimme hast. Wir reden hier also von genetischen Voraussetzungen und vor allem davon, wie viel Testosteron der große Manitou dir mit auf den Weg gegeben hat. Wenn du nicht gerade auf chirurgische Eingriffe setzt, dann kannst du die Beschaffenheit deiner Stimmbänder leider nicht beeinflussen. Wenn du versuchst, dich zu verstellen und mit einer Stimme zu sprechen, für die deine Stimmbänder nicht geschaffen sind, dann wird das nicht nur nichts bringen, sondern wird eigentlich schon nach ein paar Minuten Schmerzen für dich verursachen. Selbst Jungs, die von Natur aus schon eine tiefe Stimme haben, können sich zwar verstellen und diese Stimme noch tiefer machen, was dann auch witzig und beeindruckend klingt, aber die Stimmlage ist dennoch verstellt und wird nicht dauerhaft so bleiben. So wie hier zum Beispiel. So, what you want to do is actually use the front of your throat. And the more that you bring down your Adam's apple, the more deeper your voice is going to be. So you see, my voice now is pretty deep. But before, it's not. Mein Tipp, finde dich mit einer Tenorstimme ab, falls du eine hast, und mach das Beste daraus. Je mehr dir deine vielleicht von Natur aus hohe Stimme zu schaffen macht und je mehr du eine große Nummer draus machst, desto mehr wird es zum Problem. Der zweite Weg, wie du deine Stimme attraktiver machst, ist deine Atmung. Deine Atmung kannst du tatsächlich trainieren. Und die meisten Männer atmen falsch, was ihre Stimme massiv negativ beeinflusst. Sehr viele Jungs sprechen die ganze Zeit über mit eingezogenem Bauch. Zum Teil, weil sie es sich einfach angewöhnt haben und zum Teil, weil sie schlanker wirken wollen. Die Folge davon ist, dass du zu sehr aus der Brust heraus sprichst und nicht aus dem Bauch, also mit voller Zuhilfenahme deines Zwerchfells.
Das Zwerchfell ist der Muskel, der Bauch von Brustkorb trennt, und wenn dein Zwerchfell beim Sprechen nicht aktiviert ist, klingt deine Stimme automatisch höher und weniger überzeugend. Teste einfach mal selbst. Stell dich aufrecht hin und atme tief ein. Bewegen sich nun deine Schultern und deinen Brustkorb oder findet die Bewegung im Wesentlichen am Bauch statt? Wenn ersteres der Fall ist, atmest du falsch. Trainiere also deine Zwerchfellatmung und achte darauf, dass du über den Bauch atmest. So wirst du dir sukzessive eine herrliche, sonore, unaufgeregte und somit dominante Stimme antrainieren. Der dritte Weg, um zu einer Stimme zu gelangen, die Frauen ein Lächeln ins Höschen zaubert und deine Attraktivität schlagartig steigern kann, ist es, langsam zu sprechen. Es gibt wenig, was derartig laut zum Ausdruck bringt, dass du eine unsichere und wenig von dir überzeugte kleine Zicke bist, wie wenn du viel zu schnell sprichst. Weil wenn du das tust, naja, dann kriegst du meist keine richtigen Sätze raus. Du fängst an zu stottern, verhaspelst dich dauernd, wirkst hektisch und unkontrolliert und deine Stimme, naja, die wirkt automatisch höher, viel höher, als sie im Normalzustand eigentlich ist. Andere müssen in diesem Fall annehmen, dass du ein Zeitproblem hast, dass du das Gespräch mit dem Gegenüber als belastend oder sogar als bedrohlich empfindest und eben wieder, dass du nicht von dir selbst überzeugt bist. Wie behebst du das Problem? Ganz einfach. Du gewöhnst dir an, langsam zu sprechen und einen permanenten Gemütszustand anzunehmen, in dem du dich völlig entspannt, sicher und unbedroht fühlst. Jeder von uns hat diesen Gemütszustand, jeden einzelnen Tag. Weißt du wo und wann? Früh am Morgen in deinem Bettchen, direkt nachdem du aufgewacht bist. Ich will, dass du gleich morgen, direkt nach dem Aufwachen, deine Stimme überprüfst. Du wirst feststellen, dass diese vergleichsweise tief klingt, ausgeglichen, souverän und ohne Spur von Hektik oder Unsicherheit. So eben, wie es dieser friedliche Moment von dir und deinem Körper verlangt. Fazit: Es sei denn, dein Haus steht in Flammen oder ein Meteorit nähert sich mit hoher Geschwindigkeit deinem Kopf, es gibt keinen Grund, schnell und hastig zu sprechen. Probier es aus. Leute werden dich deutlich weniger unterbrechen, wenn du langsam sprichst. Ganz einfach, weil du selbstbewusst herüberkommst und die Leute neugierig sind, was du zu sagen hast. Du erntest Respekt, ohne viel dafür getan zu haben. Tipp Nummer 4 betrifft eine Technik, die besonders zur Geltung kommt, wenn du langsam sprichst. Gemeint ist eine hauchende Stimme, die unheimlich sexy wirken kann, gerade wenn du eine Lady in Stimmung bringen willst. Voraussetzung hierfür ist, dass die Luftströme beim Sprechen wirklich gleichmäßig durch Mund und Nase gelangen. Du also nicht näselst oder die Worte und Sätze am Ende abhackst, sondern du deine Gedanken sozusagen und fast schon lasziv aushauchst. Hier ist ein Beispiel, wie Tom Hiddleston dies auf die Spitze treibt und selbst öde Mathematik sexy klingen lässt. The Pythagorean equation is a squared plus b squared equals c squared. This means that for all right-angled triangles, the square on the hypotenuse is equal to the sum of the squares on the other two sides. How am I doing? Is this, I mean, it's really educational. Okay. Wenn du eine hauchende Stimme trainierst, wirst du feststellen, dass du mehr Luft verbrauchst, dir also aufreizend langsames Sprechen mit vielen Pausen zugute kommt. Wirklich anwendbar ist die hauchende Stimme, wie angedeutet, nicht im Alltag, sondern eher in trauter Zweisamkeit. Mein fünfter Hinweis ist ein Gigant und extrem mächtig, wenn du ihn beachtest. Gemeint ist die Tonalität deiner Aussprache, also die Betonung der einzelnen Wörter. Wenn du mal unsicher oder falsch wirkende Charaktere beim Sprechen beobachtest, dann wirst du ein gewisses Singsang in deren Betonung feststellen. Sie sprechen also nicht monoton und ausgeglichen, sondern permanent abwechselnd, hoch, normal oder hoch, tief und das in einem einzigen Satz. Hey, wie geht's dir so? Ein echt schönes Kleid, das du da anhast. Darf ich deine Telefonnummer haben?
Macht's dir was aus, wenn ich existiere? Ich freue mich ja so, dass du es für mich einrichten konntest. Besonders auffällig bei Männern, die so reden, ist, dass sie gerade am Ende des Satzes ihre Stimme anheben, so also, als ob sie eine Frage stellen. Und genau hier betteln diese Jungs förmlich darum, als unsicheres Bettermännchen eingestuft zu werden. Die Lösung für das Dilemma? Gewöhn dir eine relativ monotone Aussprache an. Verzichte auf markante Gefühlsausbrüche beim Sprechen und tätige Aussagen, anstatt Fragen zu stellen. Besonders wichtig, gehe am Ende des Satzes mit deiner Stimme nicht hoch, sondern runter, sodass der Gegenüber realisiert, dass du eine Feststellung machst. Das alles andere überragende Thema für Anziehung ist dein Selbstwertgefühl und deine Motivation, dein Leben zu einem einzigen Erfolgstrip zu machen. Unter dem Video verlinke ich dir ein prägnantes 2-Minuten-Quiz, an dem du teilnehmen solltest, wenn du dein Selbstvertrauen massiv steigern willst und dafür sofort anwendbare Techniken brauchst. Außerdem, lass mich wissen, was du von meinem Video hältst, mach den Daumen hoch und abonniere den Kanal der Herrenkaste, wenn du mehr von meinem Stoff willst. Ciao, ciao.